unangenehmer zu erwarten ist. Jetzt Lauro Koss. Debütant bei der Fischanzentournee. Guter Sechster in Oberstdorf. Er hätte mit einer vernünftigen Landung im zweiten Durchgang sogar noch mehr Punkte holen können. Dann wäre er näher dran an Karl Geiger, aber mit dem Sprung packt er auch ordentlich Punkte aufs Konto. Und nach dem schwachen Granerüth verschiebt sich da möglicherweise jetzt schon ein bisschen was. 135,5 Meter für Koss. Das ist eine Marke. Das ist ein interessanter Springer. Er springt diese Bindung, die ja in Zweifel steht vom Reglement her. Er sichert sich mit dieser Bindung, weil der Drehpunkt des Schuhs ein bisschen nach hinten verlegt wird, eigentlich mehr vor der Ski. Und das spürt er vor allem im letzten Flugteil, wo er den Sprung so enorm verlängern kann. Ja, er und Lanišek haben diese etwas andere Bindung, die ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat. Ist das okay? Ist das erlaubt? Sie müssen die überarbeiten, wenn sie weiter in der Saison mitmachen wollen. Er ist jetzt jedenfalls mit diesen 138,4 an der Verliererliste ganz vorne, führt die an. Pius Paschke da jetzt Dritter, das könnte für beide vielleicht reichen. Daiki Ito gegen Kamil Stoch ist das nächste Duell. Der Japaner zuerst. Im letzten Winter war er nicht hier dabei, hat auch die WM in Oberstdorf nicht erlebt. Die Form war komplett im Keller. Jetzt ist der 36-Jährige wieder dabei, kann einigermaßen hin und wieder mit guten Sprüngen auftauchen. Ist ja altersmäßig der Nachfolger von Noriaki Kasai in seiner Mannschaft, der 49-Jährige, der immer noch springt, aber der es nicht zu seiner 29. Turnierteilnahme gebracht hat. Das wäre, oder das ist der Rekord, er ist der Rekordhalter in dieser Hinsicht, aber seit einigen Jahren schon nicht mehr dabei. Das war ein bisschen die späten Seite. Ja, genau. Das mit der ganzen Routine, die in diesem Duell, da fahren einige Jahrzehnte herunter, Kamil Stoch gegen Daiki Ito an Routine und an Erfahrung, auch bei der Vierschanzentournee. Die können eigentlich alles. Die Frage ist immer, bringen sie sich körperlich auch noch auf den Zustand, den es braucht. Jetzt kommt der dreimalige Tournee-Gesamtsieger. Kamil Stoch, einer von 12 Mehrfachsiegern, die das geschafft haben. Er hat ja auch alle 4 Springen in einem Winter gewinnen können. Aber zurzeit springt er neben sich. Das war ja in Oberstdorf schon so. Das ist hier nicht viel anders. Es wird nicht besser bei ihm. Bei anderen, Jiwa und Kubacki, geht's aufwärts, aber er stagniert total. Und er weiß nicht, woran es liegt. 118 Meter. Das ist unglaublich. Keiner weiß genau, warum er es jetzt nicht zusammen. Ja, und mit der Punktzahl kommt er auch gar nicht erst. Also es hat sich schon ein bisschen was verschoben da. In der Gesamtwertung. Da ist jetzt Lindvik voraus. Nach dem tollen Sprung, den er eben gezeigt hat. Frederik Willemstad gegen Naoki Nakamura. Sind die nächsten beiden. Zuerst der neue Norweger. In diesem Winter erst dazugestoßen. In die Weltcup-Mannschaft. Hier auch zum ersten Mal bei der Tournee dabei. Bei Rückenwind ist er noch nicht ganz so weit. Schnell gegangen, ja. 17 Punkte hinten, das war nicht so zu erwarten. So, 129,5. Das ist jetzt die Aufgabe für Naoki Nakamura. Wenn er in den zweiten Durchgang kommen will. Verliererliste, angeführt immer noch von Severin Freund. Pius Paschke da im Moment Vierter. Nakamura kommt gut durch, sehr ruhig auch in der Luft. Weiterhin leichter Rückenwind. Der wird ja mitberechnet. Das gibt es seit einem Jahrzehnt ungefähr hier bei der Fischanzentournee. Diese Windkalkulation 130,5 Meter, weil man das eben alles ausrechnen kann. Reine Physik, angewandte Physik, die hier zu dieser vermehrten Fairness dann verhilft. Ja, die Physik, Kenntnis der Physik sagt uns, bessere Verhältnisse, die wären jetzt wäre eine gute Phase, um Meter zu machen. Gerade auf so einer großen Schanze. Nakamura hat es genutzt. Mit 130,5 Metern ist er im Duell weiter. Der Probesprung hat das auch schon gezeigt. Mit ihm ist zu rechnen, oder sagen wir besser, von ihm ist heute was zu erwarten. Niko Kytösaho, der einzige Finne gegen Yukiya Sato. Das ist eine Tradition, die der Fischanzentournee abhanden gekommen ist. Finnische Erfolge. Sie haben ja 16 Mal diese Gesamtwertung gewonnen, die Springer aus Finnland sowie die Österreicher. Und auch alle deutschen erfolgreichen Springer zusammengezählt.
aber seit vielen Jahren ist da nichts mehr los. 121,5 Meter mit Jana Ahonen stellen sie den Rekord. Und diese 121,5 Meter und die daraus resultierende Punktzahl dürfte für Yukiya Sato leicht zu knacken sein. Es sei denn, der Wind macht ihm da jetzt einen Strich durch die Rechnung. Der wird nämlich wieder stärker. Der Japaner, der kleinste im Feld mit 1,59. Hier kriegt er den Ski sofort gegen die Brust. Aber er schafft es in den zweiten Durchgang. Aber auch nicht sehr deutlich über die erste rote Linie, die 125 Meter. Die 130er oder deutlich. Ja, Entschuldigung, habe ich mich vertan. 132,5 sind sogar geworden. Ja, ja. Er hat unten noch gewaltig Meter gemacht. Der Yukiya. Oh. Verguckt, fast rausgestolpert, fast gestreift mit dem Arm beim Abheben. Aber er hat einen guten Probedurchgang gehabt, der hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Jetzt ist er wieder wirklich aufs Volle gegangen und unten fliegt er natürlich mit den für seinen kleinen Körper 1,59 Meter verhältnismäßig wahnsinnig breiten Skien wie mit Wasserski. Fährt er rückwärts. Ja, das sind gute 135,5 Punkte. 9 Bonuspunkte für den schlechten Wind bei ihm. Das ist ein neuer Spitzenwert. Aber damit Johansson auch nur gegenüber Lindvik verliert er in der Gesamtwertung, wenn wir das immer im Blick haben. Jetzt aber im nächsten Duell wird dieses Thema dann erledigt sein, denn Ryoyo Kobayashi ist danach Mackenzie Boyd-Klaus dran. Der Kanadier hat es wieder geschafft, gerade so in den ersten Durchgang rein zu springen. In Oberstdorf war er dann sogar im Finale als 25. Ganz gut platziert. Das wird ihm hier nicht gelingen nach diesen 117,5 Metern gegen den Dielagen. Nach dem Oberstdorfer Ergebnis ja vor ihm. Also hat noch ein bisschen was retten können aus diesen miserablen Windbedingungen. Jetzt kommt aber Ryoyo Kobayashi. Jetzt ist der dran und der hat etwas bessere Verhältnisse. Und das kann ihm jetzt in die Karten spielen. Wie geht sein dritter Sprung? Der Tournee. Sehr gut, sehr gut. Super weit. Zum richtigen Zeitpunkt gestartet und das Beste, aber wirklich das Allerbeste daraus gemacht. 143 Meter, 13 Meter weiter als Karl Geiger. Und dann baut er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Ein Riesenrhythmus vom Schanzentisch. Er hebt ab, ist sehr pünktlich, kommt optimal zum Fliegen und da wirkt dieser Flügel. Es ist eine flache Skiführung. Hat im unteren Teil dann bessere Windverhältnisse, aber der war auch schon so hoch und so großartig unterwegs, weil er auch am Schanzentisch wirklich was hinbringt. Richard Schallert, sein Konditionstrainer aus Österreich, wird sich freuen, wenn er den da runter segeln und sogar einen Telemark machen sieht. Ja, einen Meter unter dem Schanzenrekord. Er hat einfach keine Scheu vor Monsterweiten, auch keine Scheu vor dem Telemark, den da hinzustellen. Was kriegt er denn für Noten? Habe ich noch gar nicht geguckt. 18 sehe ich da. Was soll das denn? 18,5, 18,5. Wo haben Sie ihm das abgezogen? Ich weiß es nicht. Aber der Wind, gucken Sie mal, der Wind. Plus 1,9. Geiger hatte mehr als 11. Ja, ja. Also das ist der Unterschied jetzt, was die Windverhältnisse angeht. An der Hand der Punktzahlen deutlich abzulesen. Kobayashi führt natürlich hier vor Marius Lindvik. Bei den Haltungsnoten haben Sie ihn meines Erachtens ein bisschen unter Wert rausgehen lassen. Markus Eisenrichter jetzt aber zum Schluss. Um den Tagessieg geht es für den dann. Der Gegner kommt hier, der ältere Bruder von Ryoyo. Das ist Junjiro Kobayashi, der keinen schlechten Sprung gemacht hat, aber dann hier nicht aufpasst bei der Landung. Schade, 132,5 Meter waren sehr gut. Ja, schade. Er hat auch gute Windverhältnisse gehabt. Kobayashi, Bruder, Konjiro. Sichtverhältnisse schwierig da unten. Schanze ist besser präpariert als gestern. Man hat es gesehen, man hat es rausgeholt, aber das ist einfach diese schwierige Situation mit dem Bindungsbügel, mit den Keilen, die drinnen sind, das zu kontrollieren, ist wirklich nicht einfach. Gesamtwertung konnten Sie kurz sehen. 20 Punkte rund der Rückstand jetzt von Karl Geiger auf Platz 3 hinter dem führenden Kobayashi. Der Kobayashi hier, der Junjiro, ist einigermaßen okay rausgekommen, wird auch hier gefragt vom Stadionsprecher. Jetzt aber Markus Eisenbichler. Was ist mit seinen Aussichten heute? Wind ist ein bisschen günstiger für meinen Geschmack. Kommt zwar von der Seite, das kann hier stören, da ist ein bisschen gerade, ein bisschen aufrecht, ein bisschen Tempo verloren, aber er ist dran, bleib stehen, runter und er versucht sogar den Dänemark dazusetzen.
Ein wilder Hund. Um dem Kobayashi Ryoyo Paroli zu bieten, 141 Meter. Wow. Alles reingelegt, im Kobayashi-Stil, auf die große Weite mit Telemark gegangen. Wow, Wahnsinnssprung von Eisenbichler. Hier sehen wir nochmal. Ja, ähnlich wie gestern in der Qualifikation, ein bisschen knapp. Da kämpft er noch mit dem System, sucht er ein wenig. Aber dann kommt er in die optimale Gleitposition, die ihn so schnell macht in der Luft. Unten hat er nicht ganz den Aufwind, den Kobayashi hatte. Darum kriegt er auch etwas mehr Druck, fällt mehr im letzten Teil. Aber ganz kühn versucht er an Telemark. Großen Respekt vor ihm, dass er da versucht zu setzen, aber er hat ziemlich einen Druck und da merkt man, dass er, und das ist hohe Schule, Punkte, ja. Kostet Punkte, aber das ist eine Kunst, das zu stehen. Da sieht man es noch besser, steigt sich wahrscheinlich hinten auf den Ski, dann drückt es ihn, knallt ihn raus. Er hat es riskiert, ohne Risiko gewinnt es halt auch nichts. Sein erster Sprung in Oberstdorf war für seine Gesamtwertung schon ein bisschen entscheidend, für seine Aussichten dort, aber hier der Quali-Sieg gestern. Da hat er den Kobayashi ja mal in Schach halten können. 3,5 sein Windwert, 145,8 ist seine Punktzahl. So weit weg ist er gar nicht vom großen Meister aus Japan. Auf Platz 2 ist er zu finden. Bin zufrieden. Ja, genau. Kann er auch sein. Denn diese 3 Punkte Rückstand, die er hat, nur hinter ihm in der Tageswertung, die zeigen, dass er für den zweiten Durchgang noch ein bisschen was in petto hat. Jetzt geht er rein in die Materialkontrolle, wird alles nochmal überprüft. Anzug, Ski, was da sonst noch mitgewirkt hat. Das ist der Stand nach diesem ersten Durchgang. Eisenbichler also mit 3 Punkten hinter Kobayashi zu finden. Da hat sich das Risiko bei der Landung auf jeden Fall gelohnt. Karl Geiger als 8. Bisschen weiter hinten, Konstantin Schmid, guter 11. Stefan Leier hat sich auch sehr gut aus der Affäre gezogen. In der Phase waren die Verhältnisse ja nicht so gut, als der Willinger dran war, auf Platz 14. Andreas Wellinger und Severin Freund, trotz der verlorenen direkten Vergleiche, sind sie da mit ihren Punktzahlen noch unter den besten 30 zu finden. Pius Paschke knapp rausgefallen. Aber noch ein paar andere prominente Namen sind nicht da. Im zweiten Durchgang Simon Ammann zum Beispiel, Justin Lissow und Felix Hoffmann hier, die das deutsche Feld ja komplettiert hatten. Was sagt der Plätze Klimov vor Wolny und vor Fang? Das sind jetzt die ersten 3. Freund ist 5. Daiki Ito, überraschend, dass er da doch relativ gut dasteht mit diesem Ergebnis im zweiten Durchgang. Nur über die 125 Meter gerade so hinausgekommen, wenn ich es jetzt mal richtig gesehen habe. 128 sind es geworden. Weit entfernt von der Weite, die er gebraucht hätte, um in Führung zu gehen. Der Klimov mit seinen 132 Metern hat da schon eine kleine Marke jetzt gesetzt. Daikis Stärke ist die Flugform, ist diese wunderbare Tropfenform mit dem Kopf leicht gebeugt. Nicht mehr unbedingt. Gar nicht schmeckt, dass er da auf dem Präsentierteller sitzen muss. Nach diesem vermurksten ersten Sprung. Jetzt Naoki Nakamura. Braucht 138,5 jetzt schon bei diesen Windverhältnissen für die Führung. Das ist die grüne Linie. Die Führungsweite wird da markiert. Für alle sichtbar, auch für ihn immer. Auch für die Springer immer. 130 Meter. Eine Orientierungshilfe, die den ein oder anderen dann dazu veranlassen kann, nochmal bei den letzten Metern ein bisschen mehr Risiko in die Waagschale zu werfen, so wie bei Markus Eisenbichler vorhin zu erahnen. Nakamura. Ein wunderbares Studio da vom Schanzentisch. Sieht man jeden Zentimeter der Bewegungen für die Analysen der Trainer und der Sportler enorm wichtig. So eine super Zeitlupe auch. Jetzt wären schöne Verhältnisse zum Springen. Ja, und jetzt kommt als nächster Nakamura auf der 5. Jetzt kommt als nächster Robert Johann deutlich. Und sind da ins Hintertreffen geraten. Yuki Asato. Jetzt der Kleine, der Leichte, der nicht so schnell auf Tempo kommt mit dem verkürzten Anlauf. Doch noch relativ gut dabei. Und auch bei der Weite ist er gut dabei. Prima Wettkampf.
Einer von denen, 130 Meter, sorry, Toni Dia als klein gewachsen hier mit dieser etwas breiteren Spur, der Anlaufspur im Vergleich zu Oberstdorf, erstmal zurechtkommen müssen. Ja, der schafft es, der ist irgendwo, ist er draufgekommen, was er da machen muss. Gerade im Probedurchgang. Und der hat natürlich im Verhältnis zu seinem Gewicht hat der wahnsinnig Breite und viel Segelfläche zur Verfügung. Das haben wir mal durchrechnen lassen. Das ist wirklich ein kleiner Vorteil. Den kann er nützen dann bei Rückenwind, weil er verhältnismäßig, das ist wie bei einer Flaute, bei einer Regatta, dass die ganz Leichten dann immer noch Geschwindigkeit machen können, während die Schwereren keine Chance mehr haben. Ja, der ist sauer. Der ist bedient, Karl Geiger. Versteht man? Und Sato geht in Führung an Geiger vorbei und oben in aller Ruhe kann sich der Leader auf seinen zweiten Sprung vorbereiten, im Wissen darum, dass er hier im ersten schon sehr, sehr viel zu seinen Gunsten bewegt hat. Jetzt Jan Hörl. Was machen die Österreicher? Wie kommen die raus aus diesem Neujahrsspringen nach der Enttäuschung von gestern, als Stefan Kraft ausfiel? Jan Hörl schafft's, dabei zu bleiben. Jetzt zeigt er mal, dass er auch in zwei Durchgängen gleichwertig gute Sprünge hinbekommt. 132 Meter, ein Weltcup-Sieg bislang für ihn. Ja, persönliche Genugtuung für ihn, dass er es zeigen kann, an so einem wichtigen Tag wie heute, dass er wirklich ein potenzieller Siegspringer auch ist. Kann ja als einen guten Absprung, hat Bums in den Beinen, kann fliegen. Immer ein gutes Gefühl, über die grüne Linie zu segeln. Auch schön zu Ende gesprungen mit Landung. Ganz wichtig, weil da auch Punkte abzuholen sind. Jetzt geht Hörl an die Spitze. Klar vor Sato. Da sehen Sie es. Geiger, Gernerüth, Laie. Noch fünf sind oben. Markus Eisenbichler als Vorletzter noch mit der Chance hier auf den Tagessieg. Wenn er ein bisschen über sich hinauswächst und vielleicht eine Schwäche vom Kobayashi nutzen kann. Erst noch Lourokos, der hat sich in der Gesamtwertung auf Rang 4 nach vorne gearbeitet. Knapp hinter Geiger lag er zuletzt. Wenn er jetzt dem Deutschen noch ein paar Punkte abnehmen kann, dann ist er vor. Jawohl, das tut er. Der Slowene, auch ein Superflieger. Aus dem Land der Flieger mit der Riesenschanze in Planica. 138 Meter, was für ein Auftritt. Unglaublich und erstaunlich diese letzte Flugphase, wo sich der Flug so verlängert bei den Slowenen. Da wird man genau hinschauen. Das ist natürlich ein guter Sprung. Der ist pünktlich, der bringt den Schwerpunkt toll nach vorne. Alles optimiert, hat sehr schnell über den Vorbau. Und da unten beginnt es dann richtig sich zu rechnen. Der Ski hat einen unheimlichen Druck, weil er mehr Vorderski zur Verfügung hat durch dieses Bindungssystem. Mehr Rotation gegen den Körper, kann sich mehr drauflegen und damit dichter machen und noch ein bisschen weiter haben. Applaus, Applaus, nimmt dem Geiger mehr als 10 Meter ab, hatte etwas bessere Windverhältnisse. Das wird hier jetzt nicht mehr so leicht zu erkennen sein, weil hier die Anlaufveränderung mit reingerechnet ist. Und dann führt der Koss und geht auch in der Gesamtwertung an Geiger vorbei. Markus Eisenbichler, Konzentration aufs Wesentliche. Absprung, Flug und Landung. Jetzt kommt Dimi Zajc, noch ein Slowene, der sich da vorne mit platziert. Aber schafft er das hier im zweiten, den ersten zu bestätigen? Das schafft er nicht. So stabil ist er noch nicht. Ist erst die erste neuerdings wieder zurück in die wirkliche Spitze gesprungen. 127,5 Meter jetzt für Dimi Zajc. Da haben wir einen Zwischenstand, glaube ich, gell? Ja, so sieht's aus in der Gesamtwertung zurzeit. Koss vor Granerüth und Geiger. Aber gleich kommen noch Lienwig und Kobayashi. Vielleicht kann sich auch noch Markus Eisenbichler da irgendwie reinfummeln. Mit einem herausragenden Sprung. Es ist ja nicht unmöglich. Er hat es ja schon vorhin gezeigt, was er heute drauf hat, was in ihm steckt. Dass er wirklich aufs Ganze geht. Granerüth hat ein bisschen was wieder gut machen können mit diesem 140,5 Meter Sprung vorhin. Jetzt aber Marius Lindwig. Zweiter in der Gesamtwertung, 12,6 Punkte hinter Kobayashi. Was macht der Wind? Ein bisschen besser ist es. Da können jetzt viele Meter bei rausspringen. Er muss ja auch 140 Meter oben links stets springen, um in Führung zu gehen. Nicht so schnell im Anlauf. Ah, da bleibt er ein bisschen kurz. Aber er ist immer noch dran. Und was die Gesamtwertung angeht, spricht ein Wörtchen mit. Marius Lindwig, 138 Meter.
Ja, mit seiner guten Technik, mit seinem Fluggefühl hat er die Chance genutzt. Eindeutig bessere Verhältnisse. Wunderbare Studie, wie er da hochkonzentriert den Moment erahnt, wo er auslösen muss und einen schönen Druck auf dem langen Weg hinbringt. System schließt sich erstaunlich schnell. Und da hat er jetzt ein Luftpolster. Da kann er eben besser als Geiger, kann er da verlängern, kann er den Sprung hinausziehen. Kommt nicht ganz ran an die grüne Linie. Es geht ja hier schon ums Podest jetzt. Nur noch zwei sind oben. Schafft es Lindvik hier wieder bei der Siegerehrung zu den besten drei zu gehören? Oder ist der Slowene Lauro Kost zum ersten Mal auf einem Siegerpodest zu finden? Der blaue Balken wird das zeigen. Es reicht nicht für Lindvik. Was die Tageswertung angeht, im Moment ist er noch nicht sicher auf dem Podest. Das hängt jetzt von den beiden Letzten ab. Der Freund von Karl Geiger, der ist richtig niedergeschlagen da unten, der Oberstdorfer. Das darf Markus Eisenbichler jetzt nicht irgendwie im Kopf rumgeistern, was da vor ihm passiert ist. Volle Konzentration auf die eigenen Stärken, so wie vorhin. Mit allem Risiko im hohen, weiten Bereich möglichst. Der Wind ist nicht so verkehrt jetzt. Kommt er da nochmal hin? Über die grüne Linie aus, jawohl! Und er kommt sogar riesig weit in den Waldbereich von Schanzenrekord vielleicht sogar. Die Landung ist da nicht mehr möglich mit dem Telemark. 143,5 Meter bis auf den halben Meter ran. Und jetzt hat er dem Kobayashi nochmal eine richtige Aufgabe vorgelegt. Hat genau das umgesetzt, was Gregor Schlierenzauer ja auch vorhin angedeutet hat. Er kann vorlegen und das ist gut. Und das macht er. Stark. Ja, das war jetzt schön. Er erwischt ihn gut. Ahnt da schon, dass er Geschwindigkeit wirklich mitnimmt. Der Anzug füllt sich. Die Ski sind ein bisschen viel angekantet, aber sehr symmetrisch. Und dann kann er diesen Energieüberschuss, diesen Geschwindigkeitsüberschuss im zweiten Teil, den kann er dann ausreizen. Und da hat er auch das Herz dazu. Dass aber er diesmal riskiert er die Landung nicht. Und das kostet. Ja, das ist klar. Aber er will möglichst weit springen. Es ist dort unten auch schwer, an Telemark zu machen. Da schaut man ins Flache. Nummer sicher. Das war hier die Devise. Das ist möglicherweise ein Podestplatz. Warten wir lieber nochmal ab, was sich da alles ergibt. Was macht überhaupt der Wind? Der war nicht so schlecht bei ihm. Aber okay. Kriegt sogar einen leichten Abzug. Das kommt dann auch noch dazu, dass man den richtigen Moment erwischt. Aber er hat es angedeutet gestern schon im Training, in der Qualifikation, dass mit ihm zu rechnen ist. Und da kann auch Karl Geiger für den Moment mal aus sich rausgehen. Er führt natürlich und ist damit hier mindestens Zweiter. Denn jetzt kommt nur noch Ryuyu Kobayashi, der große Meister aus Japan. Der aber zum Wahleuropäer werden muss, jeden Winter zwangsläufig in diesen Zeiten sowieso. Sie kommen nicht nach Hause und jetzt ist er da. Jetzt muss er runter, hat nochmal eine Anlaufverkürzung bekommen. Um eine Stufe nach unten bringt ihn nochmal mehr Bonus. Er braucht 135 Meter für den Sieg jetzt. Kriegt er das hin? Wind ist gut. Ja, das kriegt er wohl hin, weil er den Sprung schön zu Ende bringt und auch mit Landung, mit dem Telemark-Aufsprung. Warten wir mal ab, Toni, 135,5 Meter. Es könnte wieder für Kobayashi ein Tagessieg bei der Tournee werden. Es ist natürlich leichter, dort an Telemark zu machen, wo Kobayashi hingesprungen ist. Jetzt kann man wieder spekulieren. Wenn man beim Eisei verkürzt hätte vorher, kann er auch an Telemark machen. Und das geht dann um die Punkte, weil es ist relativ knapp gewesen über der Linie jetzt. Spannend, spannend. Da kommt er nochmal. Gesamtwertung ist klar, da hat er seine Führung ausgebaut. Dafür reicht dieser Sprung auch. Tagessieg, darum geht es jetzt noch. Kriegt er den? Zum Sprung noch. War ein bisschen spät. Bisschen mehr, fast leicht gerissen im Oberkörper. Schon ein bisschen Nerven gezeigt. Da ist der rechte Ski relativ lange unten gewesen, aber dann kommt er in seine überragende Flugposition, wo er dann die Geschwindigkeit ausnützen kann. Da sieht er die grüne Linie, merkt, das geht sich aus, aber das ist... Ja, müssen wir warten. Das ist spannend hier. Markus Eisenbichler könnte jetzt hier den ersten Tagessieg seit 20 Jahren für den Deutschen Skiverband holen. Oder ist es doch wieder Ryuyu Kobayashi? Die beiden haben sich ja vor ein paar Jahren schon immer wieder gematcht. Da ging es hin und her, da sah es immer wieder so aus. Eisenbichler wartete, wo der Balken hingeht, der geht drüber. Und um zwei Zehntel. Das darf nicht wahr sein. Das ist nicht.
Um 2 Zehntel bringt der Kobayashi das hier nach Hause. Und Stefan, 2 Zehntel kann man nicht messen. Ein halber Meter, den man maximal messen kann, das sind schon 0,9 Punkte. Das gehört ex aequo im Prinzip. Ein bisschen Wind hier oder da hat den Ausschlag gegeben. Eine Haltungsnote von einem Punktrichter. Es war ungleich schwieriger für Markus Eisenbichler hier schön zu landen, so wie das die Punktrichter dann gerne sehen für die hohen Noten. Für Kobayashi war es viel leichter und das hat er hier zum Sieg genutzt. Und damit im Winter auch das gelbe Trikot in der Weltcup-Gesamtwertung jetzt von Karl Geiger. Das ist sein Tag hier. Ganz klar, der Leader in der Tourneewertung ist auch der Leader hier mit diesem hauchdünnen Vorsprung vor Markus Eisenbichler, der so knapp am ersten deutschen Neujahrssieg seit 20 Jahren vorbeigeschrammt ist. Überraschend auf Platz 3, Lodokos, zum ersten Mal ist der Slowene auf dem Podest zu finden. Und dann haben ein paar der Verfolger nach dem Oberstdorfer Ergebnis halt hier nach diesen 2 Sprüngen Boden verloren in der Gesamtwertung. Die Norweger namentlich sind da besonders zu nennen. Marius Lindvik allein ist dran geblieben. Auch Karl Geiger ist zurückgefallen. Die Platzierungen hier noch. Vor allem die Seite 1. Toni, 13 Punkte Kobayashi vor Lindvik, 17 vor Kos, 21 vor Eisenbichler. Realistisch, wer kann da noch dem Japaner gefährlich werden? Ja, man hat halt schon gesehen, wann Eisenbichler in Höchstform ist, was man noch rausholen kann. Aber wenn er keine Fehler macht, wenn er auf dem Niveau weiterspringt, der Kobayashi, ja, dann werden sie sich wahrscheinlich die Zähne ausbeißen. Ja. Man sagt dann so gerne auch beim Fußball, aus eigener Kraft kann er nicht mehr deutscher Meister werden. Also auch hier nur eine Schwäche kann bei eigener Kraft für Lindvik, Kos, Eisenbichler, ja, Granerüth und Geiger dann schon ziemlich weit weg.